So, jetzt aber mal einmal kurz wieder heilen. Weil nur wer die Gruppe heilt, der kommt auch voran, habe ich so das Gefühl. Und nicht die Ahnung, aber halt. Ich weiß auch nicht. Nee, ehrlich, ich habe keine Ahnung. So, nehmen wir hier die mittlere Heilung jetzt auch mal, damit wir hier mal wieder eine halbwegs vernünftige, vollgeheilte Gruppe haben. So halbwegs vernünftig, weißt du? Nicht zu vollständig, aber halt halbwegs vernünftig. So. Du kriegst eine. Das muss reichen. Können wir uns noch 21 Mal heilen. Ist jetzt nicht so die Menge, aber was willst du machen? So, und jetzt? Einfach mal irgendwo lang gehen. Feuer, Gigas. Hau mal drauf. Fällt bestimmt gleich um. Ja, siehst du, sag ich doch. Mit unserem tollen Frostschwert hier, da kann man das mal machen. Eine Tür. Mit einer Kiste, die ist da unten. Ich mag die Basslinie am Anfang, aber okay. Nee, down! Und natürlich, das war so absehbar. Wow, ein roter Drache. Holy moly. Und du machst erstmal voll mega Eis. Das ist das megaste Eis, was ich derzeit habe. 75 Damage, ja gut, hätte mehr sein können. Schild 2, yay! Er schützt uns wenigstens so ein bisschen. Wow, okay, das hätte ich nicht gedacht, dass er dann umfällt, aber okay. Habe ich dann doch mehr befürchtet, als es sein muss. Flame Mail, also eine Flammenrüstung Gedöns. Doch, ist sogar besser, hat eine höhere Ausweichchance. Das ist okay, kann man mal machen. Und hat halt Feuerresistenzen drauf, ne? Von daher ist nicht verkehrt. Aber das klappt super, wir kriegen immer noch am meisten Damage von diesen kleinen Flammendingens. Unglaublich. Na egal. Oh komm, ich will doch nur hier raus. Also nicht so wirklich raus, aber halt auf jeden Fall irgendwie weiter gedöns, weißt du? Verstehst du? Es ist tot. So verdammt tot. So, schauen wir mal. Gehe ich jetzt mal hier oben lang? Ich gehe auch bewusst hier teilweise echt über die Lava, weil halt auf der Lava kommt hier kein Zufallskampf. Und werde hier nicht genervt von irgendeinem Mist. Zwei Damage ist okay. Ach, der macht auf einmal 24, ja, warum auch immer. Ja, sieht gut aus. Sieht so aus, als hätte ich es geschafft. Deswegen sieht es gut aus. So, hier. Gleich einmal rein. Wieder zwei Obermagier. Das kann ja was werden. Hat er mir vor Schienbein getreten. So fühlt sich der Schaden an. Das kommt, hau ihn um. Ja, geht doch. Hammer Time hat es mal wieder geschafft. MC Hammer war sowieso immer der Beste. Damals. Einmal ein Raum mit nichts. War davon jede Menge.
Ein Lava-Würmchen. Das muss sterben. Na komm. Jetzt hier auch nochmal. Schlitz, Schlitz. Doppelschlitz. Briefkartenschlitz. Da ist nix. Okay. Schwer. Ja, ist gut. Jetzt. Auch noch so ein Lava-Würmchen. Ja gut, okay. Der geht ja relativ schnell tot. Ist okay. Damit komme ich klar, gerade so. Der macht auch kaum Damage, zumindest auf dem Mammut hier. Yay, yeah, level up! So, wieder ab auf die Lava. Was haben wir denn hier? Da haben wir auch einen Raum mit. Mit nichts? Mit nichts, okay. Was haben wir denn hier? Oh komm. Ich wollte nur mal gucken. Nur mal Lucky Lucky mache hier. Nein? Okay, nicht. Natürlich dürfen die alle erstmal zuerst angreifen, weil es halt geteilt ist und so. Aber trotzdem. Really? Nein, du solltest keine Magie machen. Du solltest nur attackieren. Nee, du machst mal Magie. Nochmal. Ihn hier. Du machst Magie. Poison. Passt schon. Ups. Vergasen! Na gut, wenigstens ein. Ist besser als kein. Gut, der ist auch weg. Und dann jetzt den letzten. Diese klappt doch super. Auch schon wieder Level Up. Läuft der wie am Schnürchen hier. Oben ist wieder keine Tür. Hier haben wir wieder einen fast leeren Raum. Die Truhen sind noch leerer als der Raum. Tötet es. Am besten heute noch. Wie überlebt. Ich hab das überlebt. Mit HP. Ja, okay. Gut. Hätten wir das wie geklärt. Aber ist trotzdem unverständlich. So. Dann müssen wir wieder zur Magie greifen. Weil wir haben echt fast nichts mehr. Das macht diese ganze Sache nicht besser, ich weiß. Aber ist halt so. Einmal noch. Du hier unten so ein bisschen. So langsam bekommen wir aber auch relativ viele Lebenspunkte, so allgemein. Weil, sehe ich halt so an der maximalen Lebenspunktzahl. Das war schon mal weniger. So, hoffe ich nur, dass wir jetzt relativ schnell mal den Boss finden, weil uns geht das Mana aus. Da hätten wir nochmal einen Raum. Oh Gott. Enemy strikes first. Ist doch wahrscheinlich sowieso wieder nur ein leerer Raum. Und ich habe fast die Befürchtung, als wäre es hier jetzt ein kontinuierlicher. Ich laufe einen Schritt und es kommt ein Gegner raum. Dann wieder für nichts und wieder nichts. Nee, okay. Aber hier haben wir tatsächlich nur die leere Truhe. Ach, ja, ist gut. Leute, ich will doch nur zu eurem Boss. Bringt mich zu eurem Boss. Nein? Okay, dann nicht. Muss ich das wieder selber machen hier. Muss ich mich selbst dahin bringen. Yay. Einer weniger, den ich bekämpfen muss hier. Nicht da lang. Nicht da lang. Oder gehe ich da lang? Ich gehe hier lang.
Schauen wir mal. Irgendwo muss es ja jetzt hier mal so einen Boss geben. Oder zumindest eine Treppe, die führt dann noch weiter nach unten oder sowas. Ich meine, es war schon so, so generell der Bereich, in dem wir uns jetzt gerade bewegen, schon so Richtung Boss. Ob es jetzt die Tür sein wird, ist so eine andere Geschichte, aber so ungefähr die Richtung hier. So, das war's. Ja, ich würde sagen, wir haben unseren Bossraum gefunden. Das heißt, es ist Zeit fürs Vollheilen. Yay! Du hier. Du da. Du, definitiv. Und dann haben wir noch eine Heilung über den Kriegt der Krieger. Das war's mit Heilen. Das heißt, Loro ist jetzt absolut zu nichts mehr zu gebrauchen. Wir haben itemmäßig. Hätten wir hier noch eine Potion, die vergeben wir mal. Kriegst du mal. Und du? Ja, mehr haben wir nicht, oder? Dann haben wir hier unten noch was. Nö, haben wir auch nicht. Dann gibt's nichts weiter. Dann sagen wir mal dem Boss hallo. Das Chaos der Erde ist gegangen. Wer stört Merylis Schlaf? Alter, was bist denn du für ein Medusa? Das Feuer gehört ganz allein mir. Diejenigen, die es wagen, sollen brennen! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Merylis! Ja, da attackieren wir sie erstmal. Du kannst ja auch nur attackieren. Du kannst auch nur attackieren. Du kannst... Oder kannst du noch? Stimmt, sie hat noch diese Zauber. Dann nutze sie. Und du benutzt... Eis 3 hast du nicht, ne? Nee. Eis 2! Do it! Do it now! Ey, 16 Damage. Wow. 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 118 Damage hier auf den armen Vestas. Nicht gut. 35 Schaden gerade mal. Heilige Scheiße. Okay. Du machst das. Du machst das. Du machst das. Oh nee, warte. Was hast du da noch für Magie? Evasion. Das ist gut. Ist halt auch wieder ausweichen. Magie. Du hattest doch hier noch Haste, ne? Mach das mal auf ihn. Er macht den meisten Damage. Aber man kann den meisten Damage verursachen. Nicht so wie der Vestas. Der hat halt im Moment halt echt das scheiß Schwert. Ich kann ihm kein besseres geben. Da, ganz 8 Hits oder Bams. So. Jetzt sehen wir zwar uns selbst schon gar nicht mehr, weil wir schon so halb transparent sind, aber nun gut. Ne, wir haben nichts, was wir machen können. Du kannst nur attackieren. Hast du noch irgendwas, was du machen kannst? Nur Anti-Stone. Das brauchen wir jetzt nicht. Dann attackier mal. Und du machst... Maddle. Nein. Komm, mach mal einen Bolt 3. Ich glaube, den haben wir bisher noch gar nicht gemacht, ne? Ich mag diese ganzen Effekte immer. Oh shit. Dunkelheit. Ja, super. Und hat auch noch Dingens getroffen. Aber noch trifft er. Wir haben nichts zum Dunkelheit heilen, ne? Sieht nicht danach aus. Gut. Dann wirst du einfach attackieren müssen. Du machst Magie weiterhin Eis 2. Wow, 464 Damage. So muss das sein. Das war's! Yeah! Wir haben's geschafft! Ihr habt mich ja irgendwie schon fast tot gesehen.
Zu Unrecht, möchte ich wohl behaupten, zu Unrecht. 618 Erfahrungspunkte mehr nicht. Aber 3000 Gegend, das ist okay. Irgendwie mussten wir es jetzt wert machen, ne? So, da hebt mal den roten Kristall in die Luft. Erstmal defusionieren und dann hier roter Kristall und der glänzt. Shiny. Blink, blink. Oh, ist das hell. Weißt du, ich sitze hier im dunklen Raum, weißt du, und dann hier so weit, weißt du? Wo ein der ganze Monitor mit seiner LED-Bräune einfach nur so erstrahlt. Ja, wenn ich morgen das Haus verlasse, dann denken die Leute auch, ich war im Solarium. Aber nein, aber sie freuen sich und heben ihre Arme in die Luft. Ich mache das auch jedes Mal so, wenn ich mich freue, hebe ich jedes Mal meine Arme in die Luft. So. Das ist der Feuerhalter. Von hier drin geht die Kraft Feuers aus und flieht weiter. Fließt weiter. Nicht flieht. Das glaube ich vermisst. So, da haben wir da hinten wieder den Teleporter, der uns rausbringt. Die anderen zwei Räume, die wir hätten untersuchen können, c'est la vie.